Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Kanal 3 Sendung Treffpunkt Murtal. Mein Name ist Anna Koller und ich darf Sie durch unser vielfältiges Programm begleiten. Eine Buspräsentation, ein Weinritzer und viele Tipps, das beinhalten die nächsten Minuten, also bleiben Sie unbedingt dran. Nach einem kurzen Spot kommt schon das erste Thema. Gute Unterhaltung bei der folgenden Sendung wünscht Ihnen Heinzel Pölz, Ihr innovativer Arbeitgeber im Murtal. Schülerinnen und Lehrlinge haben im Rahmen des Projekts Öffi 2050 ihr Verkehrsmittel der Zukunft gestaltet. Natürlich, wie bei jedem Wettbewerb, gab es auch hier eine Siegerehrung, wo die Gewinnerin geehrt wurde und ihr Linienbus, welchen sie gestaltet hat, als Entwurf präsentiert. 400 SchülerInnen und Lehrlinge aus der Region Mura-Murtal haben teilgenommen am Gemeinschaftsprojekt des Regionalmanagements Mura-Murtal und der Bildungsregion Obersteiermark West. Unter dem Titel Öffi 2050 hat die Jugend ihre Vorstellungen der künftigen Mobilität kreativ umgesetzt. Das Projekt ist natürlich ein wunderbares gewesen für unsere Schulen. Es haben sehr viele Schulen mitgemacht und die Schülerinnen und Schüler haben sich viel angetan. Und das ist heute unser Preisträgerbild und es ist so großartig gelungen. Eine Jury hat die Einreichungen im Hinblick auf Umsetzbarkeit, Kreativität und Themenbezug gesichtet. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren ist der Siegerentwurf schlussendlich durch ein öffentliches Online-Voting ermittelt worden. Es fahren jetzt zwei Busse durch die Region mit dem Logo von der jungen Dame, von der Angelina, die den Wettbewerb gewonnen hat. Und für uns persönlich als Regionalmanagement ist wichtig, erstens auf dieses Thema hinzuweisen, weil es für die Region ein wichtiges Thema ist und dass es die Jugend übergemacht hat. Also die haben selber gezeichnet, die haben sich damit beschäftigt, was brauchen wir mit der Region. Und nachdem wir die Gewinnerin ja auch über Facebook, über Social Media ermittelt haben, war es wieder die Jugend, die Gewinnerin ermittelt hat. Und das ist für uns das Wichtige, dass die Jugend sich mit der Region auseinandersetzt und für die Region mitdenkt und mittut. Und das, glaube ich, ist in diesem Fall sehr, sehr gut gelungen. Also ich habe mir Gedanken gemacht über die Gegenwart, also über die Zukunft und Gegenwart. Wie kann man die Zukunft verändern, indem man die Gegenwart verändert? Man muss kleine Schritte machen, um in die Zukunft gelangen. Und damit habe ich auch spezielle Themen herausgesucht, zum Beispiel Pflanzen, Tiere und so. Und die habe ich dann in Bildern verwirklicht, weil Tiere zum Beispiel Teil unseres Ökosystems sind. Und damit habe ich mir einfach die Gedanken gemacht, Themen herausgesucht und die zu einem Bild zusammengearbeitet. Und so sendet die Gewinnerin ein klares Signal an alle Betrachter. Die künftige Mobilität muss so ausgerichtet sein, dass sie in erster Linie eine intakte Natur bewahrt und der Klimawandel gestoppt wird. Dass Leoben Bier und so nun auch Weinstadt ist, das beweist seit vielen Jahren das große Leobener Weinfest. Der Initiator ist der Weinritter Michael Leibold und diesen haben wir für Sie zu unserem Interview-Spezial getroffen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserem neuesten Interview-Spezial. Dieses Mal dreht sich alles um ein Thema, das Genuss und Kultur verbindet. Es geht nämlich um das Thema Wein und dafür haben wir einen Experten zu Gast im Interview-Spezial, den Weinritter Herrn Michael Leibold. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich da mit mir in Judenburg bei Mitoni treffen. Danke. Sehr, sehr gern, Frau Welding. Es ist für mich eine Ehre, dass ich hier sein darf und ich darf aus Leoben ein herzliches Glück auf übermitteln und freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir ein bisschen plaudern dürfen. Ja, herzlichen Dank. Der Wein ist ja ein wesentlicher Teil der europäischen Kultur und Identität. Dementsprechend gibt es auch den Europäischen Weinritterorden. Ja, was hat es jetzt genau mit diesem Orden auf sich und wie sind Sie da überhaupt dazugekommen? Ja, den Weinritterorden gibt es bereits seit dem Jahr 1333, wurde damals gegründet vom Herzog Otto dem Fröhlichen, der heute in Neuberg an der Mürz begraben liegt und ist somit der älteste Orden Europas. In etwa 100 Jahre älter als zum Beispiel das Goldene Vlies, der eigentlich sehr berühmt da ist. Ne? Und ich bin jetzt seit 20
20 Jahren dabei bei dieser europäischen Weinritterschaft oder beim Ordo Equestris Vini Europae, wie man so schön sagt, und habe vor einiger Zeit, am 1. Juli 2017, ein Legat in Lyon gegründet, das Legat Montaneo Leoviensis. Das ist eine Zweigstelle praktisch der Europäischen Weinritterschaft. Und die Europäische Weinritterschaft gibt es heute in ca. 30 Ländern Europas. Es sind ungefähr 3.800 ritterliche Eidgenossen und Eidgenossinnen. Der Sitz dieser Weinritterschaft ist in Eisenstadt für ganz Europa, also Senatssitz ist in Eisenstadt und unser großer Chef ist der Magister Generalis Dombor Tinderer. Ja, und warum war Ihnen das wichtig, dass Sie da diese Weinkultur auch nach Leoben bringen? Sie haben ja auch das Wein, also nicht nur den Orden quasi gegründet, sondern auch das Weinfest nach Leoben gebracht, das jährlich stattfindet. Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie in einer Bierstadt wie Leoben gesagt haben, so, jetzt machen wir da Weinfest und gründen den Weinritterorden? Ja, das ist ganz richtig. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an die, ich war damals in der Zeit Obmann des Tourismusverbandes Leoben, 12 Jahre lang. Und in dieser Zeit habe ich dieses Thema Wein einmal in einer Tourismuskommissionssitzung angesprochen. Und der Eder hat die Haare aufgestellt und hat gesagt, wie kannst du in der Bierhauptstadt Österreich ein Weinfest machen? Ne? Und ich war überzeugt davon, dass das klappt. Ich habe auch eine relativ gute Ausbildung in der Richtung. Ich habe einmal die Weinakademie in Rust absolviert. Und durfte in den letzten, ich glaube, 25, 30 Jahren wirklich alles an großen europäischen oder auch weltweiten Weinen verkosten, bewerten und auch trinken. Und das war mir eigentlich ein Anliegen, das Thema Wein. Und ich bin überzeugt, dass der Wein neben unserem geliebten Gösserbier absolut eine Berechtigung hat. Auf alle Fälle. Aber was haben die Leobener Bürgerinnen und Bürger davon gehalten? Wie ist das angekommen? Die waren am Anfang natürlich skeptisch, aber ich habe dann wirklich ein Konzept erstellt, wie wir das angehen. Und das erste Weinfest ist bei prächtigen Sonnenschein abgehalten worden am Leobener Hauptplatz. Wir hatten Tausende von Leobnerinnen und Leobner zu Gast. Und das Konzept war eigentlich, mit 30 steirischen Winzern dieses Weinfest abzuschließen, also dass nicht mehr sind, weil sonst hätte man am Hauptplatz nicht Platz gehabt. Das waren sehr urige Stände. Zwischen war Klappertritt drinnen, es waren Strohballen. Die Kulinarik haben dann die Bäuerin des Bezirkes gemacht. Und wir haben zwei Musikgruppen gehabt, die so von Standl zu Standl marschiert sind, quer durch das Weinfest durch und haben da ein bisschen gespielt, auf der Anzerpark Stanzeln erzählt und das ist hervorragend angekommen. Also der Auftakt damals ist gelungen und es hat sich bis heute stetig weiterentwickelt, das Weinfest. So kann man das sagen. Ich durfte es noch circa 10 Jahre weiter begleiten. Und wie ich dann weg war vom Tourismusverband, da habe ich eben die Weinritterschaft, das Legat gegründet. Und wir waren, wie Sie wahrscheinlich wissen, vor wenigen Wochen beim letzten Weinfest am Leobener Hauptplatz. War auch wieder bei herrlichem Wetter und besten Besuch. Und ich muss sagen, das war ja damals mein Baby, das Weinfest. Das hat sich wirklich prächtig entwickelt und ist heute ein Selbstläufer, kann man sagen. Ja, wir waren auch mit dabei und haben natürlich berichtet hier auf Kanal 3. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist es, das Sie so fasziniert am Wein? Warum ist das so eine große Leidenschaft? Naja, das Thema Wein, ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist jedes Jahr ist was Neues und man kommt immer tiefer in die Materie rein. Und ich bin heute also wirklich bei großen Verkostungen europaweit ein bisschen unterwegs, inzwischen schon weniger. Aber ich war also wirklich bei ganz großen Verkostungen dabei, also die zum Teil sehr teuer waren und da haben wir die größten Weine verkostet, wie zum Beispiel Serien von Mouton Rothschild oder von Chateau Petrus, von Romanée Conti oder
Tignanello, Sassicaia und wie die großen Weine heißen. Und Österreich ist natürlich ein sehr, sehr kleines Weinland, aber mit der Qualität sind wir in Österreich absolut bei der Weltspitze dabei. Ja. Wir haben ja im Jahre 1985 den Weinskandal gehabt und das ist eigentlich die Geburtsstunde des österreichischen Qualitätsweinbaus. Und ich muss sagen, wenn man jetzt ein bisschen durch die Weinregionen fährt, was da für hochqualifizierte Winzerinnen und Winzer am Werk sind und wir brauchen uns auf die, um die Zukunft des österreichischen Weins keine Sorgen machen. Ja, Stichwort Qualität. Sie haben es gesagt, hochqualifizierte Winzerinnen und Winzer. Aber welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, ob es sich um einen guten oder schlechten Wein handelt? Also ist es die Rebsorte, ist es der Boden, ist es der Winzer? Was macht es aus? Naja, es ist natürlich die Kombination aus dem, was Sie aufgezählt sind. Aber guten oder schlechten Wein kann man gar nicht sagen. Gut ist ein Wein, der mir schmeckt. Ob der jetzt 7 Euro oder 100 kostet, das ist also absolut nicht ausschlaggebend. Natürlich bei großen Verkostungen, wir sind in Österreich, sind wir in der Top-Liga unterwegs. Wenn wir jetzt hören, die Steiermark ist ein sehr kleines Weinbauland mit in etwa 5000 Hektar. Und wenn man jetzt da die Lagenweine verkostet von Sauvignon Blanc oder von Morillon zum Beispiel, das ist Weltspitze. Die sind mit den größten Franzosen, mit den größten Neuseeländern, das sind jetzt die Spitze in der Welt. Und wenn man jetzt auf grüne Veltliner oder Rieslinge weitergeht, das sind für mich eigentlich die besten Weine der Welt. Und wir haben in der Wachau, im Smaragdbereich, haben wir wirklich Weine, die sensationell sind. Und wir hatten ja im Jahr 2014 das Erfolgserlebnis, dass der erste Weißwein der Welt mit 100 Barker-Punkten bewertet wurde. Robert Barker ist der Weinpapst der Welt, kann man sagen. Und der hat einen Riesling 2014 vom Weingut Sass aus Mautern bei Krems mit 100 Punkten bewertet. Und das ist natürlich ein Schrei durch die Welt gegangen. Ne? Und das ist der Weißwein. Aber auch bei den Süßweinen, da haben wir einen großartigen Pionier gehabt, den Louis Kracher aus Ilmitz am Neuseelersee, der Top-Qualitäten präsentiert hat. Und wir haben also in Europa auf diesem klimatischen Niveau haben wir praktisch 4 Weinbaugebiete, wo solche Weine wachsen, solche Trockenbeeren auslesen. Und die eine ist zum Beispiel im Ilmitz, in der Kracher. Das andere ist in Tokaj in Ungarn oder im Gebiet Mosel-Saar-Ruwer. Hier ist Egon Müller, die Koryphäe, kann man ruhig sagen. Und Egon Müller ist zum Beispiel in der 6. Generation produziert er seine besten Süßweine der Welt, kann man fast sagen, vom Schatzhofberg. Und der verlangt bei Verkostung oder erzielt Preise von bis zu 30.000 Euro die Flasche. Also unvorstellbar. Und natürlich der König der Süßweine kommt eigentlich aus Frankreich, aus dem Süden Bordeaux, aus dem Sauternes, das Château Yquem. Also Österreich und auch die Steiermark sind weltweit ganz vorne mit dabei. Aber wie Sie vorhin gesagt haben, es kommt ganz viel auf den persönlichen Geschmack an. Was ist denn jetzt Ihr Lieblingswein oder vielleicht auch ein Wein aus einer speziellen Weinregion? Naja, Lieblingsweine gibt es eigentlich viele. An so einem schönen Tag, so einem schönen Sommertag oder was, ist zum Beispiel ein steirischer Sauvignon, im klassisch ausgebaut, oder ein Muscatella, ist das wirklich was Schönes, wenn man das mit der Partnerin oder mit der Freundin auf der Terrasse trinken kann. International große Weine sind für mich natürlich großer grüner Veltliner oder großer Riesling aus der Wachau. Und da gibt es Smaragde von unseren berühmten Winzern wie F.X. Spiegler, Hirzberger, Knoll zum Beispiel. Und international, also große Rotweine natürlich, gereifter Bordeaux zum Beispiel, Mouton Rothschild. Also ich durfte Moutons kosten bis zum Jahre
1923 war der älteste. Ich habe schon die Latour bis 1888 verkosten dürfen. Und das Größte, was ich jemals mitmachen durfte, das war eine Verkostung von DRC, von der Domaine Romane Conti, mit dem Besitzer damals dieses Weingutes, mit Aubert de Villene. Man sagt, das ist das berühmteste Weingut der Welt, ein ganz kleines, aber aus dem Burgund, also aus Frankreich. Und wir haben damals von 99 bis 34 Domaine Romane Conti verkosten dürfen. Und also ganz edle Tropfen. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Mich würde noch interessieren, was sind denn Ihre Pläne für das Legat in Leoben? Wie möchten Sie die Weinkultur in der Region künftig noch vorantreiben oder weiterentwickeln? Naja, es ist mit unserem Legat, also ich glaube, wir sind vor 7 Jahren in etwa gestartet und sehr erfolgreich mit einer kleinen Gruppe, die alle ein bisschen vom Rebstoff infiziert waren. Und wir wollen das auch, wir haben jetzt zum Beispiel gerade am Freitag wieder eine der 4 Tafelrunden, die wir im Jahr haben. Und da haben wir ein großes Thema und das ist die Rebsorte Pinot Noir. Und das ein bisschen an die Bürger heranbringen, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ein sehr schönes. Und, aber das Niveau in Österreich ist ganz, ganz groß. Und wie gesagt, wir haben uns auch in Leoben durchgesetzt mit unserem Weinfest. Und ich bin überzeugt, dass die Weintrinker, die ein bisschen weggehen vom Doppler zur Qualität, und das ist unverkennbar, muss ich sagen. Und ein gutes Glas Wein, ein schönes Essen dazu, das ist für mich Lebensqualität. Oder auch, wenn ich mir ein bisschen zurückziehen kann, ein großes Glas Rotwein, große Qualität an Rotwein, nicht die Menge. Und ein Buch, das ist für mich Lebensqualität, muss ich sagen. Ja, man merkt, Sie brennen für das Thema. Ich sage herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen und wünsche Ihnen und dem gesamten Legat weiterhin alles Liebe bei allen weiteren künftigen Vorhaben. Danke fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut. Am 18. Oktober stehen die Kraftunternehmen im Rampenlicht und öffnen ihre Türen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen und spannende Einblicke in 20 führende Kraftbetriebe zu gewinnen. Erleben Sie in der Kraftnacht am 18. Oktober die faszinierende Vielfalt unserer regionalen Wirtschaft. Kindertheater in Judenburg. Viele Trommeln und andere Instrumente begleiten die 2 Bären durch die Geschichte. Und diese freuen sich auf viele Freunde, mit denen das Zirkusfest gelingen kann. Marco Simsa, der kleine Bär und das Zirkusfest am 4. Oktober im Veranstaltungszentrum Judenburg. Am Ende wissen, wie es geht. Der letzte Hilfekurs. Ein Kurs zur Vermittlung, wie man schwerkranke und sterbende Menschen zu Lebensende umsorgen kann. In Spielberg findet der nächste Kurs am 16. Oktober von 16 bis 20 Uhr statt. Anmeldung bitte unter 035 12 70 72 033. In Knittelfeld findet der nächste Kurs am 25. Oktober von 16 bis 20 Uhr statt. Anmeldung bitte unter 0664 35 90 606. Weitere Informationen sind unter www.letztehilfeoesterreich.at zu finden. Du bist voller digitale Junkie, immer auf der Suche nach Innovationen, aber gleichzeitig liebst du auch das Knistern einer Zeitungsseite. Tass. Wir sehen dein Potenzial und wissen, dass mit deinem kreativen Mindset noch so viel mehr möglich ist. Aber hey, keine Sorge, bei uns bist du nicht allein. Passt. Du hast den Drive, wir haben die Tools, um in der Region etwas zu bewegen. Also, passt du zu uns? Warte nicht länger und bewirb dich jetzt bei den Regionalmedien Steiermark. Oh yeah! Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft,
Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Von der Weinkulinarik und dem Weinritter kommen wir nach der Pause zur Selbstgekocht-Kulinarik. Wir haben für Sie wieder einmal einen Kochtipp vorbereitet. Etwas, das man vermutlich nicht sehr oft zubereitet, sehr köstlich klingt. Das ist unser Kochtipp der Woche, gefüllte Kohlrabi. Gefüllte Kohlrabi stehen heute am Speiseplan und dazu benötigen Sie 40 Decker gemischtes Faschiertes, 3 Kohlrabi, Rapsöl, ein Ei, 4 Esslöffel Semmelbrösel, Majoran, Petersilie, Salz, Pfeffer, 2 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 1/8 Liter Gemüsefond und Butter. Den Kohlrabi schälen, die zarten Blätter beiseite legen. Mit einem Parisienne-Ausstecher aushöhlen. Danach das ausgehöhlte feinwürfelig schneiden, ebenso die kleinen Kohlrabi-Blätter. Tipp: Die kleinen Kohlrabi-Blätter haben einen besonders intensiven Geschmack. Nun in einem großen Topf Salzwasser zum Sieden bringen und die Kohlrabis ca. 3 Minuten beidseitig blanchieren. In einer Pfanne Öl erhitzen, Zwiebel und Kohlrabi samt Blättern glasig dünsten. Nun das Faschierte, das Ei, Salz, Pfeffer, den gepressten Knoblauch, Majoran, Petersilie und die gedünstete Zwiebel-Kohlrabi-Mischung samt Brösel vermengen. Die Mischung in die Kohlrabis füllen. Eine Auflaufform bebuttern und Kohlrabi einsetzen. Mit Gemüsefond untergießen und mit Folie abdecken. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 45 Minuten garen. Mahlzeit! Sexualprävention, das ist ein Zeichen der Fürsorge und Verantwortung für sich selbst und für andere. Warum die Prävention der sexuellen Gesundheit so wichtig ist und was sie beinhaltet, das erklärt Önörs Daniel Peter Kressel in unserem aktuellen Gesundheitstipp der Woche. Heute besprechen wir ein äußerst wichtiges Thema, Sexualprävention. Sexualprävention umfasst alle Maßnahmen, die dazu beitragen, sexual übertragbare Infektionen und ungewollte Schwangerschaft zu verhindern, sowie die sexuelle Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie sich und Ihre Partner schützen und ein gesundes Sexualleben führen können. Sexuell übertragbare Infektionen und ungewollte Schwangerschaften sind globale Gesundheitsprobleme, die viele Menschen betreffen. Trotz umfangreicher Aufklärungsarbeit gibt es immer noch viele Missverständnisse und Unsicherheiten darüber, wie man sich effektiv schützen kann.
SDIs können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und ungewollte Schwangerschaft können das Leben der Betroffenen erheblich beeinflussen. Laut aktuellen Studien sind junge Menschen besonders gefährdet, da sie oft nicht ausreichend über sexuelle Gesundheit und Präventionsmaßnahmen informiert sind. Fehlende Sexualerziehung und unzureichender Zugang zu Verhütungsmitteln tragen zu diesem Problem bei. Es ist daher entscheidend, über präventive Maßnahmen Bescheid zu wissen und sie konsequent anzuwenden. Es gibt verschiedene wirksame Strategien, um sich und andere von sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollten Schwangerschaft zu schützen. Hier sind einige der wichtigsten Ansätze. Zum einen, Verhütungsmittel sind ein wesentlicher Bestandteil der Sexualprävention. Kondome sind besonders effektiv, da sie sowohl von sexuell übertragbaren Krankheiten als auch von Schwangerschaften schützen. Weitere Verhütungsmethoden wie die Pille, das Verhütungspflaster oder die Spirale bieten zusätzlichen Schutz vor einer Schwangerschaft. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihnen passt. Lassen Sie sich regelmäßig auf sexuell übertragbare Infektionen testen, insbesondere wenn Sie neue oder mehrere Sexualpartner haben. Frühzeitige Tests und Behandlungen können die Ausbreitung von Infektionen verhindern und langfristig gesundheitliche Schäden vermeiden. Sprechen Sie daher offen mit Ihrem Arzt oder Ärztin über Ihre sexuelle Gesundheit. Bildung ist der Schlüssel zur Prävention. Informieren Sie sich und andere über sexuelle Gesundheit, Verhütungsmittel und Präventionsmaßnahmen. Schulen, Gesundheitsorganisationen und Online-Recherche bieten umfangreiche Informationen, die helfen können, Missverständnisse zu beseitigen und das Bewusstsein zu schärfen. Des Weiteren ist eine offene und ehrliche Kommunikation mit Ihrem Partner entscheidend. Sprechen Sie über Ihre Sexualgeschichte, Präventionsmaßnahmen und eventuelle Bedenken. Ein offenes Gespräch schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass beide Partner informiert und geschützt sind. Einige sexuell übertragbare Erkrankungen wie HPV und Hepatitis B können durch Impfungen verhindert werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die verfügbaren Impfungen und stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Partner geschützt sind. Impfungen sind eine effektive Präventionsmaßnahme und tragen zur langfristigen Gesundheit bei. Sexualprävention ist von größter Bedeutung für eine gesunde und sichere Sexualleben. Durch die Anwendung von Verhütungsmitteln, regelmäßigen Tests, umfassende Sexualerziehung, offene Kommunikation und Impfungen können Sie sich und Ihren Partner wirksam schützen. Unsere Treffpunkt-Murzahl-Kurznews, diese beinhalten diese Woche eine Kulturreise, eine Aussichtsplattform und blühende Straßen in Leoben. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murzahl. Eine mitreißende Ausstellung im Gala VW Käfermuseum. Mit einer Foto- und Videoschau haben die Gala ihre 2022 begonnene Serie von Kulturreisen beendet. Der ehemalige Gala-Bürgermeister Friedel Zierroch hat den damaligen Kulturreferenten Friedrich Fledel ersucht, für die Gemeindebürger Kulturreisen zu organisieren. Dabei wurde eifrig fotografiert, was die Reisenden bei 16 Reisen gesehen und erlebt haben und zu einer interessanten Fotoschau zusammengestellt. Zu diesem Abschluss der Kulturreisen-Ära wurden die Mitreisenden ins Käfermuseum eingeladen. Die Vonsdorfer haben jetzt den totalen Überblick. Zwei Terrassen, 40 und 60 Quadratmeter groß und in unmittelbarer Nähe der Ruine Vonsdorf sind feierlich eröffnet worden. Bergkapelle, der Knappschaftsverein mit dem Klopfertanz, Ansprachen und Segnung haben auf dem Programm gestanden. Neben dem Blumenherz und dem Friedenskreuz ist nun der Hügel, auf dem die Ruine thront, um zwei Attraktionen reicher. Die Terrassen geben einen Blick auf das darunterliegende Vonsdorf und die Berge wie den Rappold, die Hohe Rannach und den Zirbitzkogel frei. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche wurde Leoben-Göß zum Schauplatz einer kreativen und wichtigen Initiative.
Unter dem Motto Blühende Straßen haben SchülerInnen der Volksschule Leoben-Göss einen Teil der Asphaltfläche der Zufahrtsstraße künstlerisch neu gestaltet, um ein sicheres und einladendes Umfeld zu schaffen und die Verkehrssituation rund um die Schule zu entspannen. Diese Aktion orientiert sich an der erfolgreichen Umgestaltung der Max-Tendler-Straße in der Innenstadt und soll ein Zeichen für mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum setzen. Die Zeit ist auch schon wieder um und wir sind am Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal angelangt. Unser Magazin Treffpunkt Murtal, wie die Magazine Kanal 3 Steiermark und K3 Sport, diese finden Sie auch online unter www.kanal3.tv. Hier können Sie alles jederzeit in Ruhe nachsehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald und machen Sie es gut.